Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen. Die erste Antwort und Frage fällt direkt wieder aus. Und ansonsten, die üblichen Spielregeln gelten immer noch. Finden Sie in Form eines Videos auf unserem Channel Semper Responso. Die Mails mit den Fragen bitte an den Channel Semper Video schicken. Alle Benutzer, die nicht Freundesstatus mit Semper Video haben, sind gesperrt. Nicht, weil wir sie nicht leiden können, sondern einfach, weil wir das bei allen gemacht haben, grundsätzlich. Wenn Sie uns keine Mail zuschicken können, einfach Freundschaftsanfrage darstellen, wird auf jeden Fall mit Ja beantwortet, insoweit. Dauert also höchstens nur ein, zwei Tage. Wir wollen da halt nur mit einer Art Filter einbauen, der einige dann schon abschreckt. Und wenn man davon abgeschreckt wird, dann kann das Problem nicht so wichtig sein. Dwight Dillon stellt die erste Frage. Keine Internetverbindung trotz Verbindung oder kein Internet trotz Verbindung. Und ja, woran kann es liegen? Windows Vista. Die Frage ist jetzt, haben Sie überhaupt wirklich eine Internetverbindung? Und wie wollen Sie feststellen, dass eine Verbindung da ist, aber kein Internet da ist? Das ist eine gute Frage. Vorausgesetzt, die war jetzt überhaupt verständlich. Egal, ich wollte es mal zeigen, wie das hier bei uns aussehen kann. Denn in ganz seltenen Fällen, einmal im Jahr oder ähnliches, dann haben wir das Problem auch. Und ich weiß natürlich nicht, ob das Ihr Problem ist, aber dann ist es halt so, dass man wirklich von seinem Provider keine IP zugewiesen bekommt. Das kann man dann versuchen, sage ich jetzt mal, zu forcieren, indem man eben zum Beispiel das Modem von der Leitung nimmt, dann wieder Strom einsteckt und dann resynchronisiert sich das Modem wieder mit dem Provider und verlangt auch eine neue IP. Vielleicht kriegt man dann eine. Es kann aber auch manchmal schon eine Störung sein und dann gibt es wirklich keine. Das kann schon mal sein, wenn die entsprechende Hardware einfach ausgefallen ist. Aber wie gesagt, das kommt bei uns super selten vor und bei Ihnen ist es allerdings wohl ab und zu. Das ist jetzt die Frage, was ist ab und zu? Egal, auf jeden Fall hier mal ganz kurz geschaut, wie das bei uns aussieht. Das ist jetzt hier das Modem, das bei uns quasi die externe IP bekommen hat und die sehen wir jetzt in diesem Fall einfach hier. So, und wenn wir Schwierigkeiten haben, dass im LAN alles funktioniert, das kriegt man natürlich mit einem einfachen Ping hin. Aber wir sehen dann halt hier immer als IP-Adresse eine 0.0.0.0, dass uns quasi nichts zugewiesen wurde. Und daran können wir dann halt sehen, ja, hat der Provider halt gerade ein Problem. Wie gesagt, super selten, meistens irgendwann in der Nacht, fällt dann eh keinem wirklich auf und insoweit. Dann weiß man auf jeden Fall, wo es dran liegt. Dann wartet man ein bisschen und irgendwann geht es dann wieder. Wenn bei Ihnen natürlich ab und zu einmal die Woche ist, ja, dann kann natürlich sein, dass die Hardware bezüglich des Routers oder des Modems bei Ihnen langsam aber sicher Winke-Winke macht, dass da eventuell ein Hardware-Defekt vorliegt. Glücksbringerfilm hat Schwierigkeiten mit seiner Grafikkarte. Naja, okay, nicht wirklich. Und zwar neuer Monitor gekauft mit quasi True HD, wenn ich das richtig lese, 1920x1080. Und die Grafikkarte scheint es nicht zu peilen. Ich nehme mal an, es ist dann eine relativ alte Grafikkarte. Denn auch die... Ist es GeForce 4, die konnte das schon? Oder die Radeon 9600, die konnte das auch schon? Also die beiden Grafikkarten sind jetzt nicht neu. Die sind bestimmt schon 4 Jahre alt. Deswegen, das müsste also eine ziemlich alte Grafikkarte sein. Aber es ist richtig, wenn es nun mal nicht geht, wenn die Grafikkarte das nicht schafft, dann ist die einzige Möglichkeit, die Sie haben, neue Grafikkarte anzuschaffen. Hummelschwarm fragt an bezüglich zwei Probleme Windows 7. Zum einen, Windows 7 wird gebootet und wenn er den Monitor ganz normal am Rechner lässt, dann wird wohl irgendwann an den Monitor das Signal geschickt, dass er sich ausschalten soll. So interpretiere ich das jetzt mal. So, und das kriegt er nur wieder in den Griff, wenn er den Monitor quasi abzieht, wartet, bis Windows ganz normal gebootet ist und dann wieder einsteckt. Denn dann prüft der Monitor von sich aus, das Signal ist da und dann war es das. Ja, und deswegen haben wir wahrscheinlich da irgendwo ein Problem mit einem Treiber oder ähnliches. Aber die Grafikkarte schickt definitiv das falsche Signal. Die Grafikkarte ist schuld. Die Frage ist jetzt nur, ist sie schuld, weil halt der Treiber da irgendwie Murks baut oder ist da irgendwo anders jemand schuld? Eventuell also da mal versuchen, den Treiber auf die aktuellste Version zu schieben. Und dann, sein PC erkennt keine DVDs mehr. Also DVDs oder CD-ROMs, original nehme ich jetzt mal an, also keine selbstgebrannten, also Sicherheitskopien, ist ja durchaus legal. Das wird alles nicht erkannt, nur noch Audio-CDs, die werden wohl erkannt. Nun, jetzt weiß ich natürlich nicht, welches Laufwerk das ist. Steht's dabei? Ja, doch, steht dabei. Ja, da kann man nicht wirklich viel daraus rauslesen. Aber trotzdem, es dürfte sich darauf zurückführen lassen, dass das Laufwerk einfach einen Defekt hat. Ich weiß, dass für DVD und CD werden verschiedene Laser benutzt, um diese abzulesen, die DVDs. Es sei denn natürlich, dass es inzwischen so ein neues Laufwerk,
dass das mit einem Laser beides kann. Aber trotzdem, da scheint es das Problem zu sein, dass wahrscheinlich dann der eine Laser kaputt ist. Die Diode, die das Ganze dann emittet, sozusagen. Ja, Laufwerkdefekt, das dürfte sein. Es sei denn natürlich, die CDs sind alle so dermaßen zerkratzt, dass es deswegen nicht gelesen wird. Aber ich schätze mal, das haben sie sicher schon alles geprüft. Einfach mal eine Computerzeitschrift kaufen, da sind ja tonnenweise die CDs oder DVDs dabei. Die sind ja dann auch relativ sauber und wenn die dann auch nicht funktionieren, ja, ist das Laufwerkdefekt. The Chris Tetz Show fragt an bezüglich, er will sich fürs Partnerprogramm bewerben, ist aber wohl noch keine 18. Ja, wenn er jetzt den Antrag von seinem Vater ausfüllen lässt, wie muss dann der Schritt, ich bewerbe mich im Namen von aussehen? Ich selbst oder ein anderer? Naja gut, es ist relativ logisch, dass es dann ein anderer ist. Ja, ihr Vater bewirbt sich aber nicht für sich, sondern halt für sie. Insoweit müsste das dann eben so sein, dass das ein anderer ist. Ich habe aber ehrlich gesagt davon keine Ahnung, weil als wir das hier alles gemacht haben, waren wir hier alle volljährig. Deswegen, ich würde mich da jetzt nicht auf das Wort von uns verlassen, sondern einfach, wie in dem How-To-Video gesagt, schauen Sie sich das Video an, YouTube-Hilfe, da wird genau erklärt, wo YouTube Ihnen da direkt helfen kann oder Google. Die sind da wesentlich näher dran. Den können Sie wahrscheinlich auch eine Mail schicken. Also da nicht unbedingt bezüglich dieser Fragen sich an uns wenden. Dann Bella Mitzkin 1 hat ein Problem. Ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. Ich rate jetzt einfach mal, aufgrund dieses Striches, dass er sich wundert, dass da ein Scrollbalken im Scrollbalken ist. Also hier ist der ganz normale Scrollbalken vom Webbrowser und hier haben wir nochmal einen Scrollbalken. Ich nehme an, das ist das Problem. So, das ist ein iFrame. So nennt sich das. Einfach mal nachschauen, HTML-Objekte. Das iFrame-Objekt ist ein Fenster im Fenster. Und ja, dann kann es natürlich auch, je nachdem wie die Größen gewählt sind, die Möglichkeit geben, diesen Scrollbalken einzublenden. Das geht. Ist überhaupt nichts Besonderes. LGBK oder LGBK bezüglich Visual Basic Motion Tracking, bezüglich Webcam und so weiter und so fort. Ob es die Möglichkeit gibt, Motion Tracking zu erkennen. Gibt's auf jeden Fall und ist auch nicht besonders schwierig. Das Problem ist nur, die Standard-Webcam, die kann sowas nicht unbedingt. Das muss eine Webcam sein, die ziemlich guten Software-Support bekommen hat. Vielleicht Sachen von Logitech, das könnte ich mir gut vorstellen, weil die ziemlich groß sind. Aber der ganze Punkt ist, wenn Sie sowas brauchen, dann fragen Sie direkt bei dem entsprechenden Hersteller nach und fragen Sie halt an, ob die eine API, eine Software-API für Ihre Produkte zur Verfügung stellen. Denn das Erkennen zum Beispiel, dass da sich was verändert hat, das ist überhaupt kein Problem. Nur halt, die Kamera selbst muss es quasi erkennen können. Und dass sie das kann, das ist relativ leicht. Wir haben hier mal, auch eine Überwachungskamera hängen. So, nichts Besonderes. Die Kamera ist bestimmt schon 5-6 Jahre alt. Das Einzige, was damals so besonders war, wir haben sie aus den USA importieren lassen, weil da Kram dabei war, den gab es damals in Deutschland so noch nicht. Also bezüglich Auflösung, Farbe und so weiter und so fort. Aber die Kamera an sich kann man schon darauf einstellen, dass sie automatisch, ich sag jetzt mal, das Bild, was sie macht, hochlädt auf einen FTP-Server. Dann kann man sich das theoretisch vom Internet aus anschauen. Der zweite Punkt ist, weil das natürlich eine Menge an Daten ergibt, hat man auch die Möglichkeit zu sagen, zeichne es nur auf den FTP-Server, wenn sich etwas bewegt. Also die Kamera an sich kann das also schon. Und wie gesagt, das ist eine Kamera, die ist jetzt bestimmt 5 Jahre alt. Insoweit, jetzt dürfte das jede Kamera kennen. Ich kenne mich jetzt in dem Bereich nicht mehr aus. Aber jetzt dürfte das also jede Kamera können. Also deswegen einfach nur danach schauen, wie schaut es da aus. Kann die Kamera das von sich aus zum Beispiel nur Fotos machen, wenn sich etwas bewegt hat? Oder eben kann sie es nicht? Und wenn sie es kann, schreiben Sie den Hersteller an, ob der eine API zur Verfügung stellt oder eben Entwicklungswerkzeuge für Visual Basic. Denn dann bringt er Ihnen die ganzen Befehle ja schon quasi mit. Und danach suchen sie sich die Teile aus. Die Entwickler oder die Hersteller dieser Kamera, die sind auch richtig scharf auf solche Entwickler. Denn wovon die träumen, ist, dass sie eine Anwendung erstellen, die richtig gut ist. Und sie stellen diese Anwendung ins Internet und die Benutzer sehen das, finden es klasse, laden sich die Geschichte runter. Und sie sagen nämlich dann, ja, das klappt aber nur mit der Kamera. Und dann gehen die Leute nämlich hin und kaufen die Kamera wie ihre. Und deswegen sind die da richtig scharf drauf. Sie brauchen also einfach nur zu sagen, stellt ihr Entwicklungstools für Visual Basic und das macht eigentlich fast jeder, der Entwicklungstools herstellt, auch. Also auch für Visual Basic. Ist also jetzt nicht so, als wenn man sagen würde, okay, das gibt's nur für C++ oder ähnliches. Sondern bei Visual Basic so einfach ist, stellen sich die meisten zur Verfügung.
Also wie gesagt, da würde ich mich erstmal um Logitech kümmern. Ich schätze mal, da hat man die besten Chancen. So. Bass Music TV bezüglich TV HD. Bezüglich nochmal der Webseite, die er uns geschickt hatte, das ist wohl wirklich etwas anderes. Wir können da nicht weiter nachgehen. Schauen Sie am besten bei der YouTube-Hilfe nach und fragen Sie da direkt. Die werden das Problem kennen oder die haben da mehr Erfahrung als wir. Reportamt bezüglich FTP-Daten rüberschieben. Es klappt nicht. Er weiß nicht. Irgendwo hat er was falsch gemacht. Gut, das Programm schreibt es relativ deutlich, was da falsch gemacht wurde. Und zwar, Sie geben an als Befehl User Test. Okay. Und dann will er für den User Test das Passwort haben und dann schreibt er Login inkorrekt. Das heißt, entweder Passwort ist falsch oder Username ist falsch. Aber das ist relativ einfach. Dann GH und so weiter und so fort. Hat Probleme, Windows 7 ist ein Spiel, können wir uns nur raushalten. Sie schreiben es mehr oder weniger selbst. Das ganze Problem fing an, als Sie die neue Soundkarte eingebaut haben, inklusive Treiber. Es wird mit dem Treiber zusammenhängen. Ist der alte Treiber eventuell noch drin? Verursacht der Schwierigkeiten? Was sagen die Logdaten von Windows 7, die Ereignisanzeige und so weiter? Was Sie machen können, Sie haben es zum Teil selbst geschrieben. Sie schalten beim Spielen alle unnötigen Services aus. Schalten Sie mal den Soundservice aus. Spielen Sie dann. Wenn Sie keine Probleme haben, haben Sie das Problem gerade gefunden. Heslach TV Rap oder Rap fragt an bezüglich, gibt es ein Programm, mit dem man seine IP-Adresse wechseln kann? Kommt darauf an, welche IP-Adresse Sie meinen. Die lokale IP-Adresse, Windows oder Ubuntu. Also jedes Betriebssystem kann die IP-Adresse ändern. Ist überhaupt kein Problem. Wenn Sie natürlich die Internetadresse meinen, die Sie von Ihrem Provider bekommen haben, die können Sie nicht ändern. Sie können nur den Provider zwingen, Ihnen eine neue IP zuzuweisen, indem Sie eben ein Disconnect durchführen. Es gibt Programme, die das eben können, also die dann den Router anweisen, von wegen, starte dich neu. Im schlimmsten Fall einfach hier. Keine Ahnung, wo das jetzt hier möglich ist, aber irgendwo gibt es die Möglichkeit zu sagen, er soll sich einfach neu starten. Zum Beispiel, wenn man Änderungen durchführt, dann startet er sich auch neu. Tools vielleicht hier. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Was ist hier unser System? Reset, das ist sicherlich falsch. Backup ist auch falsch. Egal. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt mich hier neu starte, dann schaltet sich das Ding komplett aus und fragt dann beim Modem nach, gibst du mir eine neue IP? Und es kann sein, dass damit das Modem getriggert wird und eben eine neue IP verlangt. Ansonsten Strom raus, Strom rein, kriegt man auch eine neue IP. Es sei denn natürlich, der Provider gibt einem dieselbe IP. Das kann natürlich auch sein. Okay.